Folge Nummer 7 von City Skylines mit dem DLSC Snowfall und wir sind im BGL. Ja, wir haben hier keinen Strom, wie wir gerade sehen. Hier unten ist ein Feuer am Wüten. Da müssen wir doch mal gucken, was wir da machen können. Was macht erstmal die Feuerwehr? Die macht hier gar nichts. Wir haben wie viel Geld? Zu wenig, wie immer. 20 kostet die, ne? Ne, 12, okay. Okay, das Feuer ist aber vielleicht gleich von alleine aus. Aber das mit dem Strom, das ist schon mal schlecht. Hatten wir nicht hier ein Kohlekraftwerk gebaut? Ah, das ist aber doof. Das ist auch in Betrieb. Die Wärme ist klar und Strom ist aber das größere Problem. Ach, die Windkrafträder, die sind das Problem jetzt, ne? Da könnte man natürlich noch eins beistellen, ne? Oh, warte mal, wir können auch... Das hier hatte 6, ne, oder? Wie viel hatte das? 8. Und das hier hat 20, glaub, ne? Vielleicht können wir so ein Wasserding da irgendwo ins Wasser bauen. Offshore geht nicht, ne? Wasser benötigt. Schade, da wäre jetzt das Beste vielleicht. Ist denn irgendwo nachher noch was? Ne, nicht wirklich, ne? Also wenn, dann müssen wir es hier hinstellen. Sieht so aus, als ob hier guter Wind ist, oder? Geschätzte Produktion 16, 15, 16. Wäre ja natürlich eine Ecke, ne? Ich glaube, wir bauen das da mal hin. Shit. Ein zweites können wir leider nicht bauen. Und dann brauchen wir da tatsächlich hier noch einen Stromanschluss in die Richtung, ey. Das war jetzt nicht so toll. Jetzt macht sich da Strom fertig, aber nicht so wirklich schön, ne? Machen wir das so halt. Ist jetzt nicht die Ideallösung, aber ist vielleicht auch eine Backup-Lösung zu der, ne? Obwohl das dann schon die zweite Backup-Lösung, aber ist ja auch nicht ganz verkehrt. So, Strom sollte jetzt wieder da sein. Ja, hier ploppt das gerade weg. Also es ist alles gut. So, wir brauchen aber mehr Industrie. Gut, die können wir hier auch machen. Da haben wir ja schon noch einen Bereich frei. Wie sieht es da mit Wasser aus? Ist abgedeckt. Das bedeutet, wir können hier Industriebereiche machen. So, am letzten Ende. LKWs fahren schon hin, ne? Die Baumaterialien mit oder wofür sind die da unterwegs? Ja, sieht so aus, als ob da schon welche bauen wollen. Ja, kommt auch schon. Wunderbar. Ist die Frage, ob wir jetzt noch mehr brauchen oder ob das schon reicht, ne? Irgendwann geht ja der Balken auch runter, ne? Komm, wir machen mal so viel und das soll reichen, oder? Ah, da geht noch einer und da geht auch noch einer. So, warten wir es ab, was dann kommt. Jetzt werden da natürlich als nächstes Dingens benötigt. Wohnhäuser, einfach aus dem Grunde, weil die Arbeiter brauchen. Hier geht ja schon mal was, oder? Und wie sieht es da mit Wasser aus? Oh, ist noch abgedeckt auf der Seite. Dann ist ja alles gut. Dann machen wir das doch da mal hin, oder? Aber hier vorne machen wir ein bisschen weg. Weil ich dir vielleicht die Straße noch weiter ziehen will. Würde vielleicht Sinn machen. Gut, wie sieht es dann nochmal mit dem Wasser aus hier hinten? Okay, bis zu dem Baum da ungefähr geht auch nochmal. Kommerz ist noch gefragt. Der kann ja hier vorne noch hin, ne? Was ist das hier, eine Müllkippe? Ich glaube ja, ne? Ach, der Kommerz, der wird sich da schon nicht dran stören. So, da hat er auch noch was. Ja, und doch brauchen wir da noch ein bisschen mehr hier. Würde gleich alles eindecken, das will ich dann aber nicht. So, da kommen noch ein paar Arbeiter dazu. So, da müssen wir mal erst nach dem Wasser gucken, was hier nicht abgedeckt ist.
Macht dann da nicht unbedingt Sinn, noch was zu machen. Aber da können wir hier noch drei Felder machen. Das ist ja auch noch abgedeckt. So, 13.688, da geht aber was. Ja, die freuen sich hier bestimmt nicht direkt so, weil da schon der Dreck von den Industrien ist, ne? Aber ist jetzt so. Schon wieder ein Stromproblem, ist klar. Was kostet denn Energie? 19.000, da müssen wir ein bisschen warten, dann kriegen wir die auch zusammen. Vielleicht bauen wir direkt daneben noch eins. Obwohl, hier könnte man auch eins hinbauen, wäre auch egal, ne? Der Dreck ist ja hier immer da. Ja, das haben wir jetzt angeschlossen, ne? Aber hier hinten gibt es auch keinen Strom. Hier ist ja nur Wohngebiet und ja. Hier hätten wir vielleicht was freilassen müssen für eine Straße, ne? Hat gut geklappt, ne? Vielleicht ist hier irgendwann eins brach liegen, dann müssen wir das claimen für Einfahrt. Achtzehn haben wir schon. Vielleicht sind auch die 19 da für ein neues Stromkraftwerk hier. Alternativ woanders hinsetzen, hier einfach. Oder hier. Einfach dazu stellen, ne? Zack. Strom haben wir genug. Geht, reicht. So, wie sieht es ab? Wir wollten auch so ein Ding ins Kraftwerk haben. So ein ihr wisst, was ich meine, ne? So ein Geothermie-Kreiskraftwerk. Oder eine Kesselstation, aber die ist teurer. 80 Megawatt und 120. Für einen Fünfer mehr gibt's eine Ecke mehr. Der macht aber keinen Dreck. Der macht Dreck. Müssten wir 55 zusammenkriegen, ne? Das ist ein weiter Weg. Ja, Straßenmeisterei. Wo sind die? Eine Verbrennungsanlage wäre auch irgendwann fällig, ne? Ja, ach so, Straßen finden wir wahrscheinlich hier, ne? Hautstelle, okay, nee, das meine ich nicht, das meine ich hier. Schneedeponie, die brauchen wir als nächstes Mal, damit die Straßen frei werden. Jetzt haben wir hier so viele Crashs, ne? Oh, 5000 zusammen, guck. Wäre hier natürlich vielleicht ideal, ne, die Stelle. Da ist so abschüssig und da auch, aber wir können es auch direkt an der Kreuzung machen, oder? Sieht so aus, als ob alles abgedeckt ist. Dann lass die doch mal arbeiten, oder? Kriegen wir die Straßen auch frei. Ach, guck mal, hier geht schon los. Vier von 10 Schneepflügen im Einsatz. Okay, da gehen sie los. So, dann wird unsere Stadt auch ein bisschen sicherer dadurch. Freuen sich die Bewohner. Hier fehlt es an Strom und an Wasser. Wieso Wasser? Okay, keine gute Idee gewesen, das hier zu bauen. Aber das Geld haben wir schon zusammen, ne? Aber hier liegen noch keine richtigen Wasserleitungen, also Wasserleitungen liegen schon richtige da, aber noch nicht die, die wir brauchen, ne? Zup, jetzt kriegt ihr auch Wasser, ne? Wenn wir schon dabei sind, dann ziehen wir das gerade auch noch so, dass die auch noch Wasser kriegen.
Ja, kommt, zack, fertig, egal. Läuft, ne? Alle sind erstmal glücklich. Außer der Kommerz, der will nämlich noch Flächen haben. Zack, zack. Ah, hier ist noch eine schöne Kreuzung, wo man das auch noch machen kann, oder? Zack. So. Haben wir doch erstmal was, ne? Das Gewitter ist natürlich krass. Haut richtig rein, ne? So. Hier könnten wir noch. Ne, wollen wir nicht. Können wir hier noch. Der Kommerz will noch mehr, ey. Zack, machen wir das alles Kommerz. Und das machen wir da Wohnhäuser. Hier vorne noch Kommerz. Ja, komm. Und dann will schon wieder die Industrie wachsen. Denen fehlt die Fernwärme, ne? Waren das nicht große Flächen und jetzt sind das kleine Flächen? Auch interessant, oder? Wahrscheinlich, weil der Schnee weggeräumt ist, da haben sie erst gesehen, wo die Grundstücksteine sind. Warte mal, den machen wir wieder weg und den auch. Hier machen wir ein bisschen was zum Frühstücksbrötchen kaufen für die Bauarbeiter, ne? Denke ich mal. Würde Sinn machen. Wir müssen noch ein paar Schneepflüge langfahren. Hier auch. Ich schätze mal, hier wird nie leergeräumt, weil es da aus der Stadt rausgeht und die wollen nicht rausfahren, ne? Könnte sein, ne? Müssen wir gucken. Wohnhäuser fehlen noch in Grün. Grüne Wohnhäuser. Machen wir hier noch was hin. Ach, wie war das noch mit Straßen, die nach da gehen sollen? Und vielleicht auch noch nach da? Obwohl, hier ist schon eine Straße. Nee, das machen wir da nicht. Wenn dann eher da. Wegen Rückstau und so, ne? Aber ich glaube, hier machen wir gar nichts mehr dran. Da kommen wir ja aus dem Waldgebiet irgendwie nachher vielleicht oder so. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Gibt es hier noch Wohnflächen? So, da haben wir noch ein bisschen was für sonstige freigelassen, wie Ärzte und sowas, ne? Ja, da müssen wir schon neue Straßen bauen, damit wir da Wohngebiete freikriegen. Joa. Sieht aber ganz nett aus, oder? Hier könnten wir noch was hinziehen, ne? Diese einfach länger machen. Das würde dann Schnittpunkt nach da rechts geben, okay. Will man das verbinden, ist die nächste Frage. Eigentlich nicht, ne, oder? Oh. Geschäftige Kleinstadt ist das nächste oder ist es das, was wir jetzt haben? Einsehen vorkommt 4400. Die haben wir dann wohl. Ja, das ist also eine geschäftige Kleinstadt. Richtlinie für Stadtplanung haben wir. Einzigartige Gebäude Stufe 4. Tourismus, Freizeit, einzigartige Gebäude. Und hier haben wir Spezialisierung Ölindustrie und Spezialisierung Tourismus haben wir jetzt auch. Kostenlosen Nahverkehr können wir einrichten. Hubschrauber Priorität. Verbot für starken Verkehr. Förderung des Fahrradfahrens. Okay. Fahrradbahn auf Gehsteigen. Könnte man dann auch noch machen. Nicht mit mir. Altstadt, was ist nicht mit mir? Kein lauter Lärm in der Nacht. Auch Freizeit spezialisierte Gebiete sind über Nacht geschlossen. Also jetzt dies durch Freizeit-Lärmverschmutzung, okay. Altstadt, das hört sich natürlich auch cool an, ne?
Autos müssen wir vorausschauend im Winter mit Stollenreifen fahren. Diese erhöht die Widerstandsfähigkeit von Autos gegen geringe Schneemengen, was trotz Schneefalls für bessere Straßenverhältnisse sorgt. Aha, sehr interessant. Anti-Rutschstollen, also sind Spikes, würde ich das sagen. Ah, das ist für alte Menschen. Schnelle Erholung, okay, und kein Wiederaufbau. Und er sagt im Wiederaufbau Plätze mit zerstörten Gebäuden. Ach, sehr interessant. Kann ich entscheiden, ob da was kommt oder nicht? Mhm. Neue Straßen, Zweispurstraße mit Bäumen. Haben wir die nicht gerade schon gehabt? Autobahn. Vierspurstraße mit dekorativen Bäumen. Vierspurstraße mit dekorativem Gras. Zweispurstraßen. Okay, Einbahnstraßen dann noch. Ist das hier sechsspurige Straße mit dekorativen Bäumen? Ah, hier, das hier ist interessant, so breite Allee mit Busfahrspuren. Genau, Autobahn in eine Richtung mit Lärmschutzwand. Asymmetrische dreispurige Straße. Das ist auch interessant. Tropengarten, Krankenhaus haben wir jetzt, Polizeiquartier, Feuerwehr, Ölkraftwerk. Busbahnhof. Und jetzt geht es mit dem Bus besser los. Da müssen wir uns definitiv noch mal Gedanken drum machen, damit wir hier Mobilität hinkriegen. ÖPNV. Angeltouren, Yacht, Kram, Reitstall. Okay. Freizeitgeschichten. Eishockeyspielfeld, Schneemobilstrecke. Straßenmeisterei. Okay. Löschschrauberdepot. Wetterradar, Bombendienst. Tsunami-Warnboje, ich glaube, die müsste man nicht unbedingt hier haben, oder? Fernbusknoten, Krankenhaus, Feuerwehrhaus, Polizei, Hauptquartier, alles klar. Einzigartige Gebäude, das hatten wir ja schon, ne? Ach so, das ist der Prozentsatz für die Anforderungen, die wir schon haben, alles klar. Okay, alles klar, dann sind wir da auch schon wieder einen Schritt weiter, ne? Da haben wir auch eine Menge Geld gekriegt, da haben wir jetzt 56.000. Wollten wir nicht machen, haben wir gesagt, ne, oder? Vielleicht geht die Straße mal irgendwann weiter nach da hinten oder so. Kann sein, muss aber nicht. Wasser? Wasser liegt schon. Das heißt, Wohngebiet freigeben, oder? Das ist dann da. Machen wir erstmal nicht. Vielleicht entscheiden wir das später nochmal, dass es eine Verbindung gibt. Warte mal, mach das mal schnell weg, weil das müssen wir anders regeln hier. Das wollen wir so machen, hier. Hier müssen wir vielleicht noch was anderes reinbauen, ne? Wie ist denn mit Aufschütten jetzt hier? Okay, macht er nur den vorderen Bereich. Kann man so die Grenzen ziehen, ne? So ist doch erstmal gut, oder? Da wohnen auch schon oder wollen schon welche wohnen, dann passt das doch schon mal. Alles wunderbar. Geht voran. Gut, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Ja, Kommentare herzlich willkommen und teilt das Video auf euren Kanälen, dann kriegen mehr Leute mit, was ich hier treibe. Und ja, das war's dann für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir das Geothermie-Kraftwerk da bauen oder sowas. Die Kohle ist ja jetzt da. Alles klar, bis dann. Ciao.